Hi Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial von Metal Gear Kanal, auch genannt MGKLP. Und ich habe zwei Anfragen bekommen. Schon mal, also ich habe mein Intro ins Internet gestellt, mein Einführungsintro von meinen Videos und habe unten in die Videobeschreibung geschrieben, dass ihr euch melden könnt, wenn ihr auch eins wollt. Ich habe da zwei Anfragen bekommen von Leuten, die keinen Mac haben. Einmal von The Dark Arion und von Agronak 01 LP. Und ja, ich habe The Dark Arion schon ein Intro gemacht und ich werde heute einfach mal ein Intro Agronak 01 LP erstellen, um dann auch zu zeigen, für die ein Mac haben, wie man sich das mit Keynote machen kann. So, wir machen das Ganze mit Keynote. Das Programm kann man sich im App Store für 16 Euro kaufen. Das ist es wert. Das ist es sogar mehr als wert. Na. Und es gibt auch sicher eine Testversion zu downloaden. Ich denke, die war 30 Tage lang oder so. Ja. Also als erstes öffnen wir den Keynote. Da brauchen wir eine Weile, um die ganzen Farbfelder zu laden und so. So, so. Na, Sesam, öffne dich. Oh, Mann. Da haben wir es doch. Geduld, Konrad. So. Jetzt wählt ihr einfach eine Template, wie ihr es haben wollt. Pergament, Zeichenpapier, Pinwand, Schienentafel, Karton, Zeichenblock, Storyboard, Fotoalbum. Also ich nehme jetzt einfach mal schwarz. Oder Verlauf hättet ihr auch nehmen können. Und dann habt ihr das fertig. Die Informationen. Die sind am Anfang schon eingeblendet. Wenn nicht, könnt ihr auf Darstellen. Nee, oder wo war das? Könnt ihr auf. Hier Darstellung, Information einblenden. Also bei mir steht jetzt ausblenden, weil die schon drin sind. Oder ihr auf diesem Pfeil und dann auf Information klicken. So. Ihr macht einen Doppelklick da rein und schreibt den Namen. Agronak 01 LP. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben, sonst mache ich dir das nochmal. Ist kein Problem. Und jetzt schreibe ich einfach hier. Also er ist ein Let's Player. Let's Plays. Okay. Ja. Ich mache jetzt einfach mal eine Template und jetzt füge ich die Effekte hier ein. Dafür geht ihr hier, also klickt das einfach an und geht auf eure Informationen, dann hier auf dieses falschrumme Viereck, was gelb ist, sage ich jetzt mal. Und jetzt könnt ihr euch hier einen Effekt auswählen, den seht ihr in diesem kleinen Kästchen ausbreiten. Das kommt dann meinetwegen so angeschossen, so drehen, das wird dann da so umgedreht. Funken, denn also das könnt ihr funken, wer nicht im Weiß. Ich habe den Fehler bei meinem gemacht, da habe ich die Funken im Weißen gemacht. Wir machen jetzt einfach mal. Wie sieht Explosion aus? Ja, wir machen das einfach mal so, das sieht ganz schick aus. Und jetzt kommen wir zu den Let's Plays und da machen wir einfach mal Funken. Ja, das ist doch nicht schön. Hier könnt ihr die Dauer einstellen. 2 Sekunden und das soll hier auch mal so 3. Nee, viel zu. 2,50. Lamm. Ja. Dann könnt ihr auch noch die Schriftfarbe auch. Ich ändere die aber nicht. Ich ändere jetzt einfach nur mal hier die. Schrift. Na, wie soll ich das? Ach,
ändere jetzt einfach hier die Schrift, sage ich jetzt. Und zwar nehmen wir da Arial Black, weil die dafür am besten passt. Und unten bei Let's Play, da gucken wir uns eine aus, die ziemlich cool aussieht. Oder die besser aussieht als die wir davor hatten. Könnt ihr einfach mal rumgucken. Die geht gar nicht. Die ist schon coole. Nee, die ist auch zu harmlos. Nee, das ist so eine Wildwest-Farbe, die brauchen wir auch nicht. Oh ja, ja, die. Die sind doch alle schick hier. Oh ja. Oh ja. Mann, rührend. Oh. Das ist aber hier die neue Zeichensprache, oder nicht? Naja. Wir nehmen jetzt einfach mal diese Adobe-Schrift. Ja doch, die ist ganz cool. So, habt ihr das, könnt ihr das hier auch auf Wiedergeben. Ihr müsst halt dabei klicken. Hey. Was soll denn die Kacke jetzt? So, jetzt geht's. Dann kommen hier so die Buchstaben angeflogen, Euro 1 LP. Klickt ihr nochmal und dann kommt das hier. Let's Plays. Okay, schön und gut. Und jetzt klickt ihr auf Bearbeiten. Ah ne, jetzt müsst ihr ganz leise sein, sonst ist eure Stimmung drauf. Geht auf Präsentation aufzeichnen. Oder auf Exportieren. Ich gehe jetzt auf Exportieren. Könnt auch Präsentation aufzeichnen. Sound da einfügen. Gar nicht gut. Der verschiebt sich übelst. Würde ich nicht machen, wenn ihr ein scheiß Intro machen wollt. Macht das ruhig. So, ihr klickt jetzt hier an festes Zeitverhalten, nicht manuell Vorführung. Und den Rest lasst ihr einfach so. Und klickt auf Weiter. So, jetzt nennen wir das einfach mal Agronag 1 LP und speichern das auf dem Schreibtisch. Jetzt exportiert er, das braucht eine kleine Weile. Er exportiert es für QuickTime Player. So, und hier sieht man ungefähr gerade, wo er ist. Also wir sind hier gerade bei der ersten Template, wo die Buchstaben angeflogen kommen. So, das dauert höchstens 2 Minuten für ein Intro. Wenn man jetzt irgendwie mein so ein Bildervideo machen will, ich glaube, ich habe mal, es ist immer noch drin, Metal Gear Kanal, ich war ja mal großer Metal Gear Fan, da habe ich, glaube ich, mal ein Theme von Gene reingestellt. Da ist die Musik voll verschoben, könnt ihr euch gerne angucken. Das ist eins mein, das ist glaube ich mein zweites Video gewesen, was ich reingestellt habe. Könnt ihr euch angucken, nehme ich aber wahrscheinlich bald raus, müsst ihr schnell sein. So, hat es auch schon importiert, da haben wir es. Okay, das könnt ihr dann eigentlich schließen, braucht ihr nicht sichern. So, jetzt könnt ihr euch das hier alles nochmal angucken, ob ihr damit zufrieden seid. Dann öffnet sich der QuickTime Player. Können wir auf Play drücken. Ganz schön. So. Jetzt, wenn ihr noch Sound hinzufügen wollt. iMovie ist gerade im Gange. Ich exportiere gerade was, aber ich kann es euch trotzdem mal zeigen. Dann geht ihr, dann macht ihr eine Ablage, neues Projekt. Dann bearbeiten, importieren und dann macht ihr das da rein, geht hier auf Sound und wenn, also den Sound könnt ihr den auswählen, das ist, der greift auf iTunes zu und das müsst, also das muss auch in iTunes drin sein, zieht ihr es einfach da rein. So, einfach, dass hier der, das alles hier grün ist und dann ist es überall drinne. Ja, ich denke, das war's. Ihr habt gesehen, wie man es macht. Sound könnt ihr auch euch selber einfügen für Windows. Das ist wirklich keine Schwierigkeit. Also, ich weiß ja nicht, welchen Sound ihr wollt. Ich mache euch die, also für die Windows-Leute, ich mache euch die. Kein Problem, schreibt mich an. Und wir sehen uns beim weiteren Tutorial, Let's Play oder was anderem. Tschüss.